Das ist ein wunderschönes Bild wieder in diesem Jahr. Und ich habe heute Morgen, als ich die Augen aufgemacht habe und aus dem Fenster geguckt habe, zu meiner Beate gesagt, die Arbeitgeber können uns im Moment alle nicht leiden, aber der Wettergott. Und ich glaube, das ist schon mal ein gutes Zeichen für heute. Ich darf euch alle, ja genau, klatsch mal für den Wettergott. Ich darf euch alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich heute hier begrüßen zu unserer Maikundgebung, wie immer bei uns im schönen Landschaftspark. Und mein allererster Gruß gilt den Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben und Verwaltungen dieser Stadt. Herzlich willkommen, um euch geht es heute in erster Linie. Seid herzlich willkommen und Glück auf. Ich darf, ist ein bisschen traurig, euch aber schöne Grüße ausrichten von unserer DGB-Regionengeschäftsführerin, die Angelika Wagner, ihr kennt die alle. Sie ist leider erkrankt, sie braucht auch noch ein wenig, um gesund zu werden, aber ich habe heute Morgen noch mit ihr telefoniert, sie lässt euch alle herzlich grüßen und ihr könnt euch vorstellen, als Vollblutgewerkschafterin tut ihr das heute ganz besonders weh, dass sie nicht bei uns sein kann. Und ich glaube, in euer aller Namen habe ich einen schönen Gruß und weiterhin gute Genesung, liebe Angelika, an dich nach Rheinhausen senden. Wir haben wie immer in jedem Jahr viele Gäste aus dem Bundestag, aus dem Landtag, aus dem Rat der Stadt, aus den Bezirksvertretungen. Und ich darf stellvertretend für die Bundespolitik ganz herzlich begrüßen unsere Kollegin Bärbel Baas, wie immer in jedem Jahr unter uns. Bärbel, willkommen und Glück auf!